was vielleicht ein Brot. Katze, hast du Hunger? Das brauchen wir. Das haben wir aber nicht hier. Hier ist so das Rest der Skizze. Ah, hier. Ach so. Alles klar. Da habe ich zu viel gedacht. Noch ein Skizzenteil und ein Dietrich. Dann müssen wir jetzt hier auch noch aufbrechen. Wir beklauen den Juwelier gerade komplett. Ich dachte, das ist ein Fest der Liebe Weihnachten. Ich klau alles weg. Paare. Hallo. Darf ich das irgendwie anklicken oder so? Es bewegt sich einfach nicht. Hä? Oh. Die Muschel darf ich anklicken. Gut. Was haben wir noch so hier? Ein Apfel. Eine Lupe. Eine Eidechse. Eine Rose. Schenk. Schmetterling. Ein Ring, den habe ich glaube ich hier auch gesehen gehabt. Oder? Ja, hier auch gesehen gehabt, oder? Ein Gäbelchen. Da. Eine Katze. Den hat man auf jeden Fall da und da. Jetzt können wir hier nichts anklicken. Das Fläschchen haben wir noch. Den Schmetterling und den Ring haben wir jetzt noch. Ah, da ist der Ring. Und hier ist der Schmetterling. Aha! Und wir kriegen das Löwending. Okay. Das Löwending war wieder im Schneider seinem Haus. Wie immer die sich die Sachen austauschen bei denen. So, ein Buch und eine Skizze. Schau mit dem Buch. So, bringe alle Gegenstände zu den Mäusen. Dann, gute Frau, befehlige deinen Kindern mal, alles zu machen. Ah, wir kriegen unsere wieder. Peter's life is about to change. You've breathed new life into his family business. Peter will become world-renowned for his intricate stitches. Almost like they were made by mice. Next, I'll transfer you to a special place to help one more very special family. The person who needs your help is the one who isn't waiting for you. Also, wir haben gerade in die Zukunft geguckt und wir haben gesehen, dass sein Geschäft jetzt ganz plötzlich wieder top läuft, beziehungsweise ist wach geworden. Ich dachte so, boah, plötzlich stehen 50.000 Leute vor meinem Laden. Die bediene ich jetzt erstmal alle innerhalb von ein paar Minuten. Alles klar. Jetzt werde ich dich an einen ganz besonderen Ort schicken, um eine ganz besondere Familie zu helfen. Die Person, die deine Hilfe braucht, wird auf dich warten. Schöne Musik. Hello, dear. You must be the messenger. I'm Abigail, and I live here alone. Would you mind doing a little favor for an ailing old woman? Hallo mein Lieber, du musst der Bote sein. Ich bin Abigail und ich lebe hier alleine. Würdest du mir bitte einen kleinen Gefallen tun? Klar. You see, I've misplaced a very important box in my house. It has three letters inside it. Here's my spare house key. Please, find the box and my letters. Ich habe ein sehr wichtiges Kästchen verlegt. Darin sind drei Briefe.
Hier ist mein Ersatzschlüssel. Finde das Kästchen und mit meinen Briefen. Ich weiß schon, wohl in deinem eigenen Haus sehen können oder was. Und vor allem, warum gibt es für uns einen Ersatzschlüssel? Hast du keinen richtigen Schlüssel? Sehr komisch, die Frau, würde ich sagen. Neue Aufgabe, finde das Kästchen mit den Briefen. Na gut, dann wollen wir mal. Guck mal, jetzt noch ein magisches Ding. Darf man nur nicht ran. Geilo. Okay, gut. Hallo, noch ein Schlüssel. Hä? Ah. Hallo, oh, warum das so zugefroren ist? Der Schlüssel lässt sich nicht drehen. Er ist eingefroren. Ich sollte den Schlüssel im Schlüsselloch erwärmen. Ja, aber womit? Die Laterne ist etwas versteckt. Die Laterne, um die ich kann die Laterne öffnen, wenn ich den szenisch Buntglas finde. Buntglasstück finde, ups. Okay, wir haben ein Häuschen hier. Hallo, da stecken Sachen drin, nimm die doch mit. Okay, da fehlt ein Engelchen, das ist schon eine kriminelle Engel raus. Was ist das? Ich bin gerade nicht ermutigt, das zu tun, aber gut. Platziere die Katzen auf den Kreisen. Keines der Objekte darf sich überlappen. Den Baumschmuck musst du als letztes einsetzen. Jetzt verstehe ich die Thematik dahinter. Ah. Darf ich jetzt den letzten einsetzen? Oh. I see. Ja, das ist ja Verschwendung, glaube ich. Ja, wir können ihn aber auch nirgends einsetzen, so. Das passt schon mal jetzt nicht. Ja doch, da passt es auch. Okay, drei Dinge nach unten. Da ist eine Verschwendung. Das würde da nicht passen, also hier hin. Du würdest dahin passen. Hä, ja, wieso nicht? Ah, wegen den Achso, wegen den Füßen, okay. So, da haben wir einen. Okay, das ist alles ein bisschen komplizierter als gedacht. Gut. Aber ein bisschen farbliche Hilfe hier eigentlich. Das kann gar nicht passen so. Was ist Studien woanders hin? So. So, den kann ich da hinsetzen. Kann ich hier hinsetzen. So, jetzt soll es besser laufen. Okay. Interessant. Dann könnte ich den da reinsetzen. So, der würde da hinpassen, theoretisch. Vielleicht kriege ich da noch was anderes hin. Wie dich zum Beispiel. Dich kriege ich aber nicht mehr runter. So, ich könnte dich vielleicht umsetzen. Aha. Passt dahin und du passt dahin und. Oh. Ach no. Oh nee. Oh. Jetzt brauche ich. Deshalb passt der denn nicht, weil der da belegt ist. Weedy. Könnte ich den runterkriegen? Hier würde er passen zu euch, aber den kriege ich nicht mehr woanders unter. Stimmt dein.
Da kriege ich dich noch runter. Ha! Puh! Interessant, auf jeden Fall. So, dann können wir gerade kein Engelchen, sondern das da. Gibt jetzt heißes Wasser raus. Eine Schleife und ein scharfer Zahn. Mist, ich sollte meine Hände nicht in dieser Eisfontäne stecken. Vielleicht kann mein Freund weiterhelfen. Nein, ich will nicht, dass der Gutherz nass wird und unter einer Eisschicht bedeckt wird. Ich sollte ihn schützen. Okay, kann man mit dem Zahn vielleicht das da rausholen? Aha. Ein Stock. Kaputt hauen. Ja. Tja. Im Hals hat es ein Heiligenschein, ja. Zweite Engel fehlt, okay. Habe ich verstanden, aber wo soll ich noch was holen? Dachte gerade, es würde bei mir stürmen, aber scheint hier nur im Spiel zu sein. Sie warte auf gestern Briefen. Ja, schön, aber ich komme jetzt in den Scheiß raus rein. Ich kann nur hier sein. Wie soll ich den denn bitte schon schützen? Ich mit der Schleife schützen oder was? Ich bin überfragt. Ja. Ach so, das fehlt auch. Oh lol, ja, das habe ich nicht gesehen. So, da kann man jetzt die Tür aufbauen. Oh, so was habe ich nicht gesehen, ne. So, jetzt darf man ins Haus rein, endlich. You've gone too far, Oliver. But you're in luck. Jack's protecting you. Even so, I'll turn this house and its silent inhabitants against you. Seine stillen Bewohner, sie hat einen Kerberus als Figur, okay. Wieso funktioniert das nicht? Hey, da stand eine 4 drauf auf dem Buch. Cheating. Zucker ohne Zucker. Kerberus. Ich muss diese wilde Bestie bändigen. Ja, das kann ich schon mitnehmen. Hier, abgestochen. Brezel, Häuschen, Money. Ich habe alles getan. Eines Tages beschwichtigt eine kleine Flöte diesen Hund. Hm, woher das so erkennen? Vielleicht von einem gewissen Harry Potter? Okay, brauche ich ein Seepferdchen was für? Okay. Ein Buch brauche ich noch. Naja, kriegen wir es mit dem Engel seinen Heiligenschein. Oh, groß, alles versteckt bei sich. Krass. So, hier, Tür. Übrigens war der gerade falsch herum, andersrum, im Inventar hatten. Aber gut. Ein Wimmelbild mit Fuchs und Hase. Ich habe gerade gespuckt. Entschuldigung. Essen. Essen.
Lecker Würstchen.